Ich habe es ja auch schon jetzt mal angezeigt, das gebe ich dazu. Von daher weiß ich natürlich, wie hier die Sachen ablaufen. Voll. Der sah gerade eben so klein aus, der Zapfen. Der sah gerade eben so klein aus und jetzt da oben erstmal so ein Zapfen. In London herrscht seit einigen Tagen eine extreme Kälte. Die Themse ist zugefroren, aber noch ist die Lage unter Kontrolle. Allerdings ist ein Hilfstransport verunglückt, der Treibstoff geladen hatte. An der Tower Bridge sind Brände ausgebrochen. Mehrere Personen wurden... Falls ihr euch wundert, Emergency 2012 steht für, sag ich mal, Orkans, Hurricanes, ne, für richtig krasse Wetterumschwünge und sowas zum Beispiel hier, ne? Für halt so mehr Umweltsachen, für Katastrophen und sowas. Das ist halt... Brände an Objekten, die sich in großer Höhe befinden, Verstand. Müssen Sie mit dem Drehleiterfahrzeug Höre. Löschen. Es besitzt eine größere Reichweite als das Tanklöschfahrzeug. Ein Tipp. Wenn ja, größere Objekte brennen, sollten Sie mit mehreren Löschkräften gleichzeitig löschen. Auf dem Weg. Es kann sein, dass eine Löschkraft allein die Brände nicht löschen kann. Bewegen Sie den Polizisten in die Nähe der Schaulustigen auf der Brücke. Dann klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Polizisten. Die Schaulustigen werden dem Polizisten nun folgen. Verstanden. Führen Sie sie anschließend weg. Für diesen Einsatz stehen Ihnen neue Fahrzeuge zur Verfügung. Mit dem Tanklöschfahrzeug und dem Drehleiterfahrzeug können Sie größere Brände bekämpfen. Die Grafik ist aber wirklich sehr, sehr geil. Halt's Maul. Die Grafik ist aber wirklich sehr, sehr geil. Und was ich auch irgendwie lustig finde, ist, dass jetzt die Feuer Lebensbalken haben. Also ich weiß, wann das Feuer aus ist oder ob ich jetzt weitere Einsatzkräfte brauche oder sonst sowas. Ja, schon lustig gemacht, finde ich. Auf dem Weg. Was das gibt's ja nicht so ganz oft. Wird umgehend durchgeführt. Ist auch mutig hier eigentlich, ne? So 50 Tonnen oder wie, ich weiß nicht, oder 30 Tonnen, man müsste nicht so ganz krass übertreiben, Feuerwehrfahrzeug hier so aufs Eis zu stellen. Wobei, so wie das hier aussieht, ist es auch echt, glaube ich, also ein paar Meter dick. So wie das ausschaut. Was gibt's? Ja, du kannst Verstand. Mal das da löschen, du kannst mal. Höre? Jetzt schafft die Drehleiter Verstand. Auch alleine. Was gibt's? Drehleiter, Rest löschen. So, Höre. Dann müssen wir den hier mal abtransportieren. Damit unser Notarzt wieder frei ist. Höre, los geht's. Da hinten war noch irgendwo einer, ne? Ja, da. Auf dem Weg. So, wir Höre, können sie alle in Ruhe lassen. Bin unterwegs. Was gibt's? Ja? Auf dem Weg. So, zu Handschuhe Befehl. Wieder an. Wird umgehend durchgeführt. Ja? Wird gemacht. Schon unterwegs. Ja, bin unterwegs. Wird umgehend durchgeführt. Bin unterwegs. Höre. Wird gemacht. Sie haben die Brände unter Kontrolle bekommen und gelöscht. Sehr gut. Ja. So, dann haben wir die auch. Müssen wir nochmal gleich einen Krankenwagen. Muss nochmal kommen, dass wir. Was? Es liegen noch zwei Personen flach? Eine. Ah, gut. Hat sich jetzt gerade erst aktualisiert. Ich finde auch hier die Grafik irgendwie ganz lustig. Also es ist jetzt nicht so, dass man. Irgendwie, ja, wie beschreibt man sowas? Sieht so ein bisschen verschwommen alles aus, als würde ich irgendwie besoffen sein. Aber jetzt nicht so schlimm. Also ist Habe irgendwie. Verstanden. Ja, schon ja, irgendwie cool. Arbeit. Weiß nicht, kann man den eigentlich nicht so richtig beschreiben. Auf dem Weg, höre. Ja, bin unterwegs. So, das letzte Opfer transportieren wir jetzt auch gerade ab. Sie haben alle Opfer versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Gut gemacht. Besser hätte dieser Einsatz kaum laufen können. Sie haben da hervorragende Arbeit geleistet.